Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 710. Ausgabe. Herzlich willkommen. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, hier am Montagabend. Die einen sagen ja, ich bin mutig. Die anderen meinen, ich bin leichtsinnig. Gemeint ist, diese Woche bin ich sehr viel auf Dienstreise. Von Montag bis Donnerstag bin quasi mittendrin. Und ich habe alles per Schiene geplant. Alles mit der Bahn. Was ja manchmal Vorteile mit sich bringt, man kann ja während der Bahnfahrt arbeiten, aber gerade dann eine Dienstreise mit der Bahn zu machen, wo die Verhältnisse nicht ganz geklärt sind, wo ein Streik die Woche sehr wahrscheinlich gewesen ist und jetzt wird er ja auch am Mittwoch stattfinden, das ist auch ein bisschen leichtsinnig, wobei bin heute pünktlich in Hamburg abgefahren um 6.09 Uhr und war nahezu pünktlich in Darmstadt, da musste ich dann umsteigen, habe aber meinen Umsteiger noch bekommen, sodass ich dann alles in allem pünktlich beim Kunden angekommen bin. Also man kann auch mal Glück haben, es muss nicht immer alles schief gehen bei der Bank. Was auf jeden Fall schief geht, das hat Hartmut Meldon am Sonntagabend bei Anne Will wohl gründlich bewiesen. Ich habe es nicht selbst gesehen, unter spiegel.de könnt ihr es alle selber nachlesen. Während Herr Meldon in den vergangenen Jahren selbst eine Gehaltserhöhung von 300% bekommen hat, bezahlt er seine Lokführer unanständig niedrig und will ihnen nicht mal 30% gönnen. Ich muss ehrlich sagen, meine Sympathie schlägt für die Lokführer. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, könnt ihr mir gerne schreiben. Auf jeden Fall habe ich nichts dagegen, dass die am Mittwoch streiken, habe mich natürlich selbst darauf vorbereitet. Am Mittwoch habe ich nämlich einen Mietwagen und damit umgehe ich dann eventuelle Unannehmlichkeiten. Nicht, weil ich da jetzt keinen Bock drauf habe, sondern weil ich natürlich meine Kunden nicht im Regen stehen lassen kann. Viele, die wissen es ja, fairerweise haben ja die Lokführer das rechtzeitig angekündigt, sodass sich fast jeder darauf einrichten kann. Und insofern wird es am Mittwoch hoffentlich ordentlich Stillstand geben, dass die Bahn endlich zum Einlenken gezwungen wird. Oder findet ihr das ein bisschen überzogen und sagt, die Lokführer sollen sich gehackt legen, die anderen kriegen auch nicht so viel mehr. Egal, ob Herr Meldon 300% Gehaltserhöhung in den letzten Jahren bekommen hat oder nicht, die Lokführer müssen sich mit weniger zufrieden geben. Schreibt mir einfach eine Mail an nachtzug@email.de oder macht einen Eintrag auf der Homepage www.nachtzugnachhamburg.de. Jetzt habe ich euch ja neulich versprochen, dass es ab und zu mal ein bisschen Feedback geben wird und heute ist es soweit. Viele Mails mit Anfragen zu dieser Lampe, die ich in der vorgestrigen Sendung, quasi im vorgestrigen Podcast beschrieben habe und den Link zu dieser wirklich sensationellen Lampe findet ihr nach wie vor auf meiner Homepage. Jetzt gucke ich mal ganz, ganz fix unter welcher Nummer. Ich habe es nämlich immer nicht so mit den Nummern, welche Nachtzug nach Hamburg Folge wir gerade haben. Uno Sekundo. Mit UMTS ist manchmal auch nicht ganz so schnell, so dass es eine kleine Sekunde dauern kann. Aber ich kann ja erst nur noch das andere erzählen. Ich habe auch Mails bekommen von, sagen wir mal, frivolen Nachtzug nach Hamburg Hörern, die sich mit diesem Durex Vibrations auseinandergesetzt haben. Hatte euch ja berichtet, dass es in Holland ein undefinierbares Gerät gibt, eine Art Sexspielzeug. Und Hörer, die praktische Erfahrung mit diesem Ding haben mir gemailt, finde ich super, super nett, dass ihr so viel Vertrauen habt und mir so etwas mitteilt. Ich kann es nur zusammenfassen, es lohnt sich nicht. Alle Hörer, die das Ding irgendwo im Einsatz hatten, haben gesagt, nee, es ist eher eine Lachnummer und die 7,99 € nicht unbedingt wert, aber ihr könnt ja auch noch eure eigenen Erfahrungen machen und vielleicht ist es ja bei euch ganz anders. Ihr könnt das alles nochmal nachlesen, natürlich auf der Seite nachtzugnachhamburg.de und zwar ist es die 709. Ausgabe, ist einmal das, wo es um die Lampe geht. Da findet ihr den Link zu der Lampe und ich bin von den Hörern gefragt worden, was diese Lampe kostet. Diese Lampe kostet 149 €. Wenn ihr sie voll bezahlen müsst. Wenn ihr allerdings Glück habt und gerade irgendwo seid, wo es eine Rabattaktion gibt, kann man auch mal 10% bekommen. In seltenen Fällen auch 20%. Aber 149 ist der reguläre Verkaufspreis und wenn ihr schon lange eine schöne Lampe sucht, die ist es aus meiner Sicht wert und auch aus Sicht der Hörer, die mir zu dieser Lampe geschrieben haben. Die 704. Ausgabe, da geht es übrigens um dieses Durex Vibration. Das war's jetzt mal für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Setze morgen früh gleich meine Schienenkreuzfahrt fort und berichte euch, wie alles gelaufen ist. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen Abend wieder.
Euer Reiko.